Hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agarest. Wie wir sehen, sind wir kurz davor, unser Ziel zu erreichen. Die letzte Arki Road, oder was auch immer, ist vor uns. Und ja, wir haben ein wenig Verstärkung. Und da sind wieder diese komischen Geister da. Ich habe auch schon geguckt, was ist denn, mit was man Issen kombinieren kann, aber das habe ich nicht. Es wäre aber einer von diesen Moves wie Chickit und so. Ja, sie hat nichts in Reichweite, also kann sie es gleich mal mitnehmen. Das scheint mir eine gute Alternative zu sein. Dann mal hier Double Action Power Attack. Halt, wir fangen natürlich wieder mal. Darf ich nicht vergessen. Oh, hat sie jetzt mehr Punkte? Weil normal kann sie nur einen Impuls, das ist nix. So. Ah, der kann. Ja, dann lassen wir das mal auf. Ja, Sonic Blast. Power Attack. Double Edge. Das dürfte insgesamt eigentlich reichen. Wenn's trifft, wenn was trifft, das ist immer wieder ein bisschen verwirrend. Aber hier halt Puls, das macht ja schon. Triple Break. Ja, okay, das ist wenig. Das ist sehr seltsam, wie wenig Schaden alles hier gerade macht. Die verfehlen natürlich wieder so häufig, aber die breaken wenigstens auch. Oh ne, jetzt komm, jetzt ist die nicht so da. So unfair. Da denken wir einmal, super, er nutzt seinen Dreierschlag, dann sowas ist halt durchbringen. Ja. Oh, doch noch nicht. Sonic Wave. Ich habe das Gefühl schon fast, dass einzelne Moves wesentlich sinnvoller sind. Nicht nur weil, wie wir hier sehen, der Break ziemlich viel schneller geht, sondern weil die meistens auch eher treffen. Oh je, der muss wiederbelebt werden. Das sehe ich jetzt schon. Die beiden Krokos hier werden den ziemlich einheizen. Im Sinne von Einheiten meine ich jetzt nicht. Ja, genau, das meinte ich. Ich meine mit Einheiten nicht, dass sie mit irgendwelchen Firesplats kommen. Und sie hat natürlich nichts. Ich habe es natürlich wieder mal übertrieben. Hoffentlich regeneriert sie so genug. Ein Schaden jeweils, das ist nicht sehr prickelnd. Ja, bewahre deine auf. Du musst sie auch aufbewahren. So. Ich muss mich einfach bewegen, sonst habe ich irgendwie ein Problem. Oh, und sie hat die wenigsten Punkte, das ist schon mal schlecht.
Lass die Jungs jetzt mit drei Dicken. Das ist richtig üble Kombination. Wenn die beiden erstmal alles auf ihn hauen. Und jetzt wird hier geboostet bis zum geht nicht mehr. Aber es gibt wenigstens AP ab. Oh. Erst einmal machen wir mal ein Resurrect, weil ich glaube, wir können jetzt den ganzen Schoß hier vorne können wir einfach abräumen. Das wäre gut, wenn er dann da wäre. Hier, jetzt, so, Holding Blade. Und weg mit euch. Tschüss. Okay. Ja, ich krieg ein Element of Ice. Ich krieg ein Silberohr dann vom selben. Silberohr. Silbererz. Okay. Doch hier. Und hier. Das sollte ausreichen. Wenn ich das mache, hat er noch 18 hier. Na, hau ein Dazzleblade hinterher. Wobei andersrum das sinnvoller gewesen, da hätte ich nämlich vielleicht den Break ja gehabt. Okay, das ist jetzt doof. Ja, auf den Counter habe ich hier. Den Counter hatte ich vergessen. Kann ich heilen? Das ist ja super. Zumindest. Oh nee, wegen der Bewegung. Ja, dann ist die Stand-by-Phase verfallen. Wenigstens sind sie so klug und greifen nur die an, die nicht gleich sterben. Obwohl ich da zwischen Klugheit das könnte sogar klappen. Nee. Ich muss ihn erst noch schwächen. Vielleicht muss man den noch schwächen. Okay, stand by. Nee, kann auch kein Harvest Tree reinsetzen. Stand by. Okay. Das sollte doch ausreichend sein. Erstmal halt doch, war doch. So, erstmal eine Wiederbelebung machen. Dann box ihn mal weg. Och nee. Wie viel haben die? Okay, es hieß, es braucht 5%, die sind jetzt jeweils auf 10. Versuch's mal mit dem Panther. Okay, wie viel ist der? Ah, 46. Da kann er jetzt nichts mehr machen. Oder? Halt, was mache ich?
hab doch alle hier drin. Capture! Komm schon! Na. Dann müssen wir die weghauen. So, ich habe nämlich keine Lust, dass jetzt noch irgendwie alle drauf gehen. So. Was können wir denn tun? Können wir noch vorher alle heilen? Ah, ja, doch, können wir. Das ist ein Großteil. So. Wenn du schon so dran stehst. So, mal sehen, was kann sie? Kann nicht fallen. Oder sie kann noch ein Harvest-Ziel machen, das ist. Alles ein bisschen aufmotzen, damit das Ganze. Ja. Das ist ja entscheidend für das Level, was wir am Ende haben. Weil, wenn ich. Je mehr HP ich habe, umso höheres Level habe ich, also dann kann es halt sein, dass ich D bin statt E, weil ich. Das meine ich. Der Rang ist entscheidend. An was entscheidet sich nochmal? Oh, Attribut plus. Das ist so. Es entscheidet sich anhand, wie schnell. Wie viel Leben ich am Ende noch habe. Wie viele noch stehen. Natürlich auch. Das ist mitunter einer der wichtigsten Gründe. Hier hast du ein bisschen Glück und ein bisschen Intelligenz. Wir müssen halt dich mal bei dem mal gucken, ob er nicht ein bisschen mehr Zauber kriegt. So, und da sind wir. Pleuron. Direkt vor uns. Und wenn wir gerade noch Zeit haben, wie ich sehe, was sogar noch 3 Minuten sind. Können wir ja mal gucken, ob wir nicht hier etwas auswechseln. Nehmen wir mal Black Mist, weil. Ja, ich glaube, die Regel, die Sache ist ganz einfach. Habe einfach nicht viel und ich glaube auch nicht, dass ich im nächsten Kampf irgendwas kriege. Was habe ich? Ich habe noch eine Mami habe ich hier. Der hat aber nichts. Ich könnte öfter bei den Capturern. Aha. Der hatte auch nichts. Ihrer hatte Zertrickchen, Harvest-Heal und Impuls. Light-Heal? Okay. Ja, schafft. Wind. Das sind alles Sachen, die man jetzt braucht. Ticket. Ach, Stil habe ich schon von ihr weggenommen. Oh, ich habe hier ein Feuer. Aber ich habe keine Slots mehr. Ich meine, sie hat keine Slots. Er hat keine Slots, zumindest keine, wo ich noch Sachen habe. Auch nicht. Ich könnte da, glaube ich, Rush reinnehmen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen verschwendet. Auch nicht. Der hat Thunder, das ist allein schon. Nicht das Prickelndste. Also, aber solange wir schauen und Zeit haben, könnte ja vielleicht nochmal shoppen gehen. Monster Guide, was sagt der mir? Ich kann tauschen. Ich kann Feuer Spirit gegen Gras tauschen oder gegen eine große Steinklaue. Ich glaube, das wäre sogar was, weil das ist eine Waffe. Die Fire Spirit geben kann. Wie es aussieht, habe ich 2 Fire Spirits.
springe ich da raus? Ein Mandrake. Mandrak. Klasse Botanik. Heal in. Extra Skill Tentakel, Pollen und Atem der Erde. Switch Info. Kann zumindest Wind richtig einsetzen. Hard Earth und Special. Und wenn ich Fire Fire nehme, dann kriege ich wahrscheinlich ein Wassergeist. Wieder Wappen. Der viel Wasser nehmen kann, natürlich Wasser Level 2 hat. Aha. Dann wäre es vielleicht mal gut. Status unsere Leute anzugucken. So, aber hier, der hat General 2, weil er das Ganze oft benutzt. Power. So, gucken wir noch ein bisschen runter. Ja, der hat General und Power. Ah, Combo natürlich, weil er fast immer nur Combos benutzt. Die hat Earth, Wind und General, also die macht irgendwie schon mehr. Ich muss nochmal gucken, an was sich das entscheidet. Entscheidet sich das anhand der Nutzen, die sie da machen? Ja, dann finde ich, dass die Combo ein bisschen wenig hat, weil sie doch Combo sehr oft einsetzt. Boah, und der könnte noch ein paar von diesen Dingern tragen. Aber der hat Dark. Fire. Na, liegt wahrscheinlich eher daran, wie viele er davon hat. Oder wie viel er nutzt. Aber sie ja extra, das müsste sie voll haben fast. Ja, da ging nicht viel. Ich glaube, das geht nach Benutzung. Muss ich mich mal etwas informieren. Und dann werden wir ja vielleicht in der nächsten Folge sehen, wie sich das anwenden lässt. Tja. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir wenden uns gegen Pleuhorn. Bis dahin, auf Wiedersehen!